Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder Farming Simulator 19, Landwirtschaftssimulator 19. Tutorial machen wir da weiter. Und zwar wollen wir uns heute anschauen, Ballenpressen. Ballenpressen muss man natürlich auch wissen, wie das geht. Ballenpressen, da kennen wir natürlich Heu- und Strohballenpressen. Und das brauchen wir natürlich für die Tiere. Richtig. Und wie macht man das am besten? Das ist natürlich nach der Ernte oder wenn wir natürlich Heu machen. Heu müssen wir natürlich trocknen. Können wir das auch bei der Wiese natürlich machen. Willkommen zum dritten Tutorial. Du lernst hier, wie du Ballen presst, die sich großartig zur Lagerung von Stroh und Heu für die deine Tiere eignen. Also, genau. Haben wir ja gesagt. Du lernst auch, wie du Ballen mit den Ballenstapler effizient aufsammelst und transportierst. Die Maschine ist zwar teurer als Frontlader und Anhänger, dafür aber auch einfacher zu benutzen. Okay, ich bin ja eher so ein Freund von Frontlader und Anhänger. Aber das ist, wie gesagt, auch schwierig. So, wir steigen wieder ein. Gewicht haben wir nicht. Brauchen wir nicht. So, da haben wir die Presse. Die Ballenpresse können wir mit X aufklappen. So, da geht da hinten das runter. Dann fahren wir hier vor zum Feld. Wir haben einen schönen 724er Fendt. So, dann können wir hier den Pickup, das ist das Ding, wo das kleine Rad da dran ist, senken mit V und mit B schmeißen wir die ganze Maschine an. Und da sehen wir schon, die Welle ist sogar animiert hier. Die Zapfwelle ist animiert. Sehr schön. So, und dann fangen wir an, hier Ballen zu pressen. Da sehen wir schon, das kommt, da hinten kommt es da raus. Quaderballen sind das. Die sind natürlich quadratisch und Rundballen sind rund. Aber sagt ja der Name schon. Okay, und dann können wir Ballen pressen. Das Stroh können wir nehmen, um das bei den Tieren einzustreuen. Oder wir können es natürlich verkaufen, wenn wir noch keine Tiere haben. Das bringt natürlich immer ein bisschen Knete, ein bisschen Zaster, was wir natürlich zum Anfang eines Spiels immer sehr gut gebrauchen können. Also man kann das natürlich immer gebrauchen hier. So, und dann fallen die einfach bei den Quaderballen pressen, fällt die Ballen hinten raus. Bei den Rundballen pressen muss man immer anhalten. Also ich kenne keine Rundballenpresse, wo ich einfach weiterfahren kann und der Rundballen rausfällt. Das gibt es nicht. Okay, und das Ding in der Mitte hier, wo wir jetzt drüber fahren, ist der Schwad. Man kann das auch mit dem Schwader, das sind so rotierende Zinken, die packt das eigentlich schön so hin und dann kann man das da vernünftig aufsammeln. Aber der Mähdrescher, je nach Größe, macht das natürlich auch schon sehr gut. Aber umso kleiner der Mähdrescher, umso kleiner ist der Schwad. Die Arbeitsbreite vom Mähdrescher, umso größer der Mähdrescher, umso größer ist hier der Schwad in der Mitte, wo das Stroh zum Sammeln ist. So, das geht schon ganz gut. So, nehmen wir noch das letzte mit. Das kann man auch sehr gut von drinnen eigentlich machen. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt kommt der Anhänger. Der Anhänger. Nachdem du die Ballen gepresst hast, brauchst du eine Möglichkeit zum Aufsammeln und zum Transportieren. In diesem Tutorial wirst du den bequemen Ballenstapler kennenlernen, der diese Arbeiten enorm vereinfacht und jetzt rauf auf den Traktor. Okay, das ist natürlich die einfache Variante, aber die teurere. Mit dem Teil da sammelt der die Ballen auf. Ihr seht schon, da sind Ketten dran. Das gibt es in echt natürlich. Alles gibt es in echt. Schmeißt das darauf und irgendwann ist der Anhänger da voll. Wir haben zwar nicht so viel Ballen, damit wir den voll machen können, aber das könnt ihr dann natürlich nachher im Spiel. So, wir machen wieder das Frontgewicht dran. Wir machen das Ballensammler an, hinten ran. Dann
machen wir den Arbeitsmodus an, dann klappt das da aus. Und jetzt müssen wir mit dem Teil eigentlich dahin fahren, wo die Ballen sind. Wir müssen eigentlich daneben die Ballen fahren. Also nicht dran fahren, sondern so. Zack. Und dann geht das automatisch, vollautomatisch natürlich. So, dann holen wir den nächsten. So, da könnt ihr natürlich, bei dem kleinen Feld ist es jetzt noch nicht. Oh. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hoch. Okay, ich habe noch die Allradlenkung drin. Das ist ungünstig, finde ich hier. Der ist zwar schön wendig, aber wir machen die Allradlenkung mal raus und lenken bloß vorne. Dann kippt das Teil auch nicht so schnell um. Meiner Meinung nach. Okay, das Feld ist ziemlich klein. Ich muss nochmal zurücksetzen. So, dann laden wir da noch ein paar Ballen auf. Dann würde ich den da gerade noch mitnehmen. So, da bleibe ich schon ein bisschen hängen. Auch das nimmt er mit. Okay, haben wir aufgesammelt. Gute Arbeit, das genügt für den Moment. Fahre jetzt zum Ort, der auf der Karte markiert ist, um die Ballen dort zu verkaufen. Du musst zweimal entladen, benutzen. Einmal, um die Ballenstapler in den Arbeitsmodus zu versetzen und zweimal, um die Ballen abzuladen. Okay. Okay, wir können jetzt das wieder hochmachen. Und fahren jetzt zum Ort, der ist hier hinter der Scheune, wo ich sie verkaufen kann. Oh, jetzt fahren wir da hin, in diesen grünen Kreis, sag ich mal. So, dann sagt er so, ich soll das ausklappen. Und mit Z würde ich dann sagen, lad mal hier ab. Macht er. Jetzt kommt eigentlich auch dieses Gewicht vorne zur Geltung, weil jetzt haben wir das ganze Gewicht, schieben wir nach hinten. Auch wenn es bloß Stroh ist, das wiegt nachher noch ordentlich, das so zusammengepresst, damit es richtig, richtig schwer wird. So. Jetzt können wir wieder mit Z an dieser Stelle abladen. So, und dann steht es da und so können wir ganze Mieten, natürlich auch Nebensfeld oder so, stehen lassen. Gut gemacht, der Verkauf der Ballen bringt dir leichtes Geld ein, wenn du noch keine Verwendung für das Stroh hast. Okay. Meistens haben wir eh mehr Stroh, wie wir brauchen, also können wir immer was verkaufen. Okay, das war jetzt Ballenpressen und zum Schluss kommt dann noch Forstwirtschaft, machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, nicht vergessen, Glocke aktivieren. Like da lassen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.